Moin Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Albo und herzlich willkommen zum 4. internationalen Outdoor Bushcraft Survival Treffen. Wir gucken uns in diesem Video an, wie so ein paar Bushcrafter und teilweise auch Survivalisten in den Harzer Bergen bei den Temperaturen klarkommen und sich so die Zeit vertreiben. Viel Spaß damit! Moin Leute! Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen oder wann auch immer ihr das Video guckt. Ich bin gerade aufgestanden hier beim Harzer Winter Bushcraft-Treffen, internationales Nummer 4. Der Name ist viel zu lang, wir müssen uns da was anderes irgendwie überlegen, wenn wir miteinander reden wollen. Ja, gestern am Lagerfeuer gab es noch ein paar tolle Gespräche. Wir haben jetzt den Samstagmorgen, den Freitag habe ich ausgelassen. Ja, ein bisschen nach dem Aufbauen war es dann auch schon halbwegs dunkel. Da wollte ich dann nicht mehr großartig filmen. Und heute lege ich dann für euch los. Ja? Hier seht ihr ein bisschen. Guckt mal raus, wie ich es hab. Ja, die Nacht war absolut in Ordnung. Ja, ich habe jetzt nicht gefroren, ein bisschen kalte Füße, aber meine Güte. Ja? Und jetzt mache ich mir erstmal ein bisschen fertig, ja, was man morgens alles so macht. Und dann gucken wir uns, sag ich mal, zusammen dieses kleine Event an, unser schönes Bushcraft-Treffen. Bis gleich. Ja, meine lieben Freunde, jetzt haben wir ungefähr 12 Uhr. Ja, ich bin entspannt aufgestanden, was ihr miterlebt habt und bin dann so das Übliche machen, Hygiene, ja, ein bisschen was essen und. Und jetzt stehe ich hier hinten, ich habe mich relativ abseits tatsächlich hingestellt mit meinem Setup, was ich aber auch wollte, damit ich ein bisschen Ruhe beim Drehen habe und so weiter und so fort. Ja, und ich würde sagen, es ist ein wunderschöner Tag. Natürlich wäre Sonne noch ein bisschen besser, aber man kann ja nicht alles haben. Schnee haben wir so ein bisschen, ja, kann ich euch noch ein bisschen zeigen, aber eher wenig. Und dann schauen wir uns doch jetzt endlich mal an, wie das Bushcraft-Treffen so vonstatten geht. Ja, es gibt ein paar Workshops, die ich euch zeigen möchte oder zumindest anteasern möchte. Ja, und dann gucken wir uns mal an, wie hier alles passiert. Ich habe den 270, hat der oben gelegen, ich habe unten gelegen. Und mittlerweile hat er seinen eigenen, aber. Wäre doch eine lustige Aufnahme. Wenn die Flüssigkeiten nicht reinkommen, wie soll sie denn rausgehen? Wieso gehört der zur Atmung? Nee, das ist weil hier im Harz und im Solling, in den ganzen Forstämtern, wo der Sturm Friederike durchgegangen ist, da war nichts mehr zu kriegen. Und es geht momentan auch kein Jäger wirklich raus, aufgrund der Gefahr. Deswegen erstmal ein Dankeschön an den Sebastian. Der hat das Ganze auch übrigens ausgelegt, das heißt, wir lassen nachher hier kurz eine Mütze liegen und jeder, der möchte, kann eine Kleinigkeit reinschmeißen, weil das war im Preis nicht mit drin, weil wir eben nie wissen, wie viel wir kriegen, welche Menge und was es kostet und so weiter. Also einfach so eine kleine Umlage machen. Hier die wahrscheinlich mit der blutigen Arbeit nicht ganz so vertraut sind. Vielleicht auch den einen oder anderen, der eher vegetarisch unterwegs ist. Nein, nicht in dieser Gruppe. Entschuldigung, war ein Fehler. Wie ohne Messer. Nein, deswegen werden wir, der Martin und ich, wir werden euch ein bisschen was dazu erzählen, Herkunft und so weiter und euch dann auch zeigen, wie man so ein Wildschwein dann abschwartet. Wie gesagt, wichtig ist, Eigenschutz, pass auf deine Finger auf. Ne? Ja, ich kenne das. Was sagen Sie so zur politischen Lage in Uganda? In Uganda? Ja. Das ist Ausbeutung, Bodenschätze. Blood Diamond, guter Film, würde ich empfehlen. Ist auf jeden Fall gut. Ich
Auch ein Würstchen. Was natürlich besonders toll ist an so einem Bushcraft-Treffen, ist einfach, dass so viele interessierte Leute zusammenkommen und man abends am Feuer automatisch immer das Fachsimpeln hat über diese Ausrüstung, jene Ausrüstung. Ja, wenn man noch nie, zum Beispiel wie ich, eine Hängematte draußen geschlafen hat, ja, dann kriegt man schon mal ein paar Informationen mit, worauf man achten sollte, worauf man nicht, weil mit dem Thema möchte ich mich früher oder später auch befassen. Ja. Ein bisschen über das Packraften bzw. Kanufahren geredet, was ich auch endlich mal angehen möchte und alle möglichen anderen Sachen. Das heißt, es ist einfach ein riesiger Ideenaustausch, ja, wie beim großen Workshop, was es ja im Prinzip auch ein bisschen ist. Und das finde ich einfach klasse. Wer noch nicht weiß, was das vierte internationale Outdoor- und Bushcraft-Treffen ist, das ist einfach ein Treffen, das findet im Winter statt, ja, im Harz vom Jens Habich, Adrenalin-Tours veranstaltet. Einfach nur mit ein bisschen, ja, draußen schlafen, zusammen kochen, schnacken und so weiter und so fort. Es gibt dafür auch eine Facebook-Gruppe, die verlinke ich euch dann natürlich unten mal drin. Ich war auch schon letztes Jahr da. Wenn dich das interessiert, ploppt hier jetzt gerade das Ausrufezeichen auf, wo du draufklicken kannst. Ja, da kommst du dann zum Video von vor einem Jahr. Ich halte jetzt gerade die Lampe so ein bisschen in meine Richtung, damit man mich vielleicht noch ein bisschen sehen kann. Ich weiß es ja nicht. Oder ob man mich überhaupt ein bisschen hören kann, bei dem tosenden Lärm, der der Fluss hinter mir immer wieder macht. Ich bin ziemlich alle und bin jetzt froh, dass ich mittlerweile im Schlafsack liege. Wir haben um die 0 Uhr. Wir haben viel geredet, viel gegessen, viel Geheimzutat zu uns genommen, alles Mögliche. Es gab ein paar geile Diskussionen. Ich versuche daran zu denken, dass ich da morgen früh, ja, ein bisschen mit euch in Ruhe noch mal drüber schnacke. Ansonsten gehe ich jetzt erstmal ins Bett und ich hoffe, ihr könnt das Video genießen und werde erstmal ein bisschen schlafen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, tschüss. So Leute, jetzt schnacken wir noch mal ein bisschen. Ich habe noch gar nicht erwähnt, oder habe ich das erwähnt? Ich glaube, ich werde alt. Dass hier unten ein Fluss lang geht, deshalb ist die ganze Zeit dieses Rauschen im Hintergrund, falls ihr das hört. Ich weiß nicht, ob es dann später auf der Kamera drauf ist. Ich gehe aber mal davon aus, weil das zwar ein schönes Geräusch ist und ich kann auch gut dabei einschlafen, aber es ist halt auch schon ein bisschen lauter, ne? Also mal gucken. Ja, worüber wollten wir schnacken? Und zwar darüber, was wir am Lagerfeuer gestern mal angestoßen hatten. Der Jens. Er ist ja auch organisiert, hatte einmal angestoßen, so eine allgemeine Diskussion, die jetzt gar keine große Diskussion in dem Sinne, sondern eher Zustimmung geworden ist. Und zwar dieses typische Thema, wenn jemand anderes sagt, oh, du benutzt ein Zelt, du bist kein Bushcrafter, ja? Oder ein Survivalist sagt, oh, du hast eine Ultraleitplane, dann bist du kein Survivalist mehr. Oder mein Messer ist nur 6 cm und deshalb bin ich ein besserer Survivalist als dein Messer, das 10 cm oder so ist. Also dieses ganze typische Abgrenzen zwischen den einzelnen Begriffen und dann auch nochmal in den Begriffen. Ja, und es bildete sich deshalb keine Diskussion raus, weil eigentlich alle ungefähr die Meinung hatten, mein Gott, solange es Spaß macht und wir alle ein Hobby haben, Outdoor, deshalb habe ich mich ja auch Generation Outdoor genannt, also die Generation draußen, einfach weil mich das alles interessiert. Ja? Mich interessiert Bushcraft, mich interessiert Survival, mich interessiert Camping, mich interessiert Mittelalter, mich interessiert aber auch Glamping, also das ausladendere Camping finde ich auch durchaus mal interessant. Ja? So, ich muss ja nicht irgendwo ein Hotel einziehen, wenn ich mal ein bisschen Komfort haben will, dann kann ich auch Glamping machen sozusagen. Also alles in dem Sinne Outdoor-Themen, ja, Prepping lasse ich mal so ein bisschen an der Seite, gehört aber auch, finde ich, teilweise zum Outdoor dazu. Ja, und dass dann Leute denken so, nee, du bist kein richtiger das oder du bist kein richtiger das und versuchen sich als besser darzustellen, weil sie vielleicht mit weniger Ausrüstung auskommen als jemand anderes und sagen dann, nee, das ist dann kein Survival mehr, wenn du dieses oder jenes machst. Ja, und
Eigentlich waren da ungefähr alle der gleichen Meinung, dass es halt nur um diesen Outdoor, dieses Draußensein und dann auch Zusammensein bei so einem Treffen, dem vierten internationalen Outdoor- und Buschkrafttreffen einfach ist. Oder bei allen anderen Draußen-Treffen, welchen Titel sie auch immer haben. Ja? Und ich muss einmal ganz kurz dazu sagen, ich habe dann gestern mal in der Runde meine Meinung gar nicht so gesagt, weil warum soll ich dasselbe nochmal sagen wie zwei meiner Vorredner? Ja? Aber ich kann ja ein Video machen und damit noch ein paar mehr Menschen erreichen als die Menschen, die in einem Feuerkreis sitzen. Und da sage ich dann ganz ehrlich, sehe ich ähnlich. Es geht darum, Spaß zu haben, rauszugehen. Und vor allen Dingen geht es um zwei Aspekte, die mir ganz wichtig sind, wenn ich Outdoor und allgemein dieses ganze Bushcraft, Survival und so weiter, Wandern, ja, bewerten soll. Und das ist zum ersten der Punkt genießen. Ja, man geht raus, um zu genießen. Man geht raus, um die grünen Bäume zu sehen. Man geht raus, um Plätze zu sehen, die man sonst nicht sehen würde, um Ausblicke zu haben, die man sonst nicht haben würde. Das Genießen von der Natur, ja, ein bisschen hedonistischer Ansatz, also philosophisch betrachtet, geht es einem dann nur um das Genießen größtenteils. Und dann kommt aber der zweite Punkt nochmal dazu, und das ist das Wachsen. Dass man muss nicht unbedingt mega viel wachsen, man muss sich auch nicht mega viel auf einmal vornehmen, aber dass man in einem gewissen Maße immer ein bisschen dazulernt, ja? Immer eine kleine Lernkurve. Ja? Die einen sagen, oh, für mich ist Lernen das Wichtigste und das Genießen ist gar nicht so. Und dann geht die Lernkurve so, ja? Weil sie sich mega viel auf einen Schlag vornehmen und dann dadurch mehr lernen und so weiter. Außer natürlich, sie nehmen sich so viel vor, dass sie die Motivation verlieren, weil sie es mal völlig verkacken. Ja? Das ist auch nochmal eine andere Sache. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich hätte so einen Mittelweg gerne. Und dann gibt es Leute, die sagen, also mir geht es mehr ums Genießen als ums Lernen, aber Lernen finde ich auch ein bisschen schön. Ja, die genießen und lernen dann so ein bisschen, aber auch immer ein bisschen dazu. Ja, die lernen auch mal, wie man ein Feuerchen macht und solche Geschichten, worauf man achten muss beim Boden, wenn man zeltet. Das muss man ja in allen Outdoor-Bereichen. Ja, Bodenkunde ist sehr, sehr wichtig, Platzkunde auch genannt. Und das sind so die zwei Sachen. Ja? Also einmal das Genießen, einmal das Lernen. Und das ist mir das Wichtigste. Also einfach Spaß haben und sich ein bisschen verbessern. Und deshalb werde ich alles machen, was im Outdoor-Bereich irgendwo ist, was mir Spaß macht und wo ich mich verbessern kann, lernen kann. Und ja, Spaß first und alles andere kommt irgendwo danach, ne? Muss man einfach so sagen. Und das ist dann meine Ansicht. Damit kommen wir aber zum anderen kleinen Thema, das eng damit verbunden ist, dieses in den Kommentaren. Ja, im Internet sind ja gern mal... man nennt sie liebevoll Internet-Sherlocks, ja, die ihren Senf überall zu abgeben, die meinen, sie wüssten alles besser, die einen auch korrigieren, obwohl man Worte mehrfach auslegen kann. Ne? Also solche Menschen, ein bisschen anstrengend halt. Manchmal versteht man sich halt auch falsch, weil das geschriebene Wort, da fehlen einem immer viele Kommunikationsindizien. Ja? Wenn ich jemandem gegenüber stehe und der sagt mir etwas, dann sehe ich den Gesichtsausdruck. Ja? Sarkasmus ist zum Beispiel ein großes Thema im Internet, weil man das in der Schrift schwerer erkennen kann, als wenn ich jetzt jemandem gegenüber sitze. Und es gibt dann manchmal so Kommentatoren, die meinen, jemand anderen in den Kommentaren oder mich herabwürdigen zu wollen oder sich anmaßen, das zu dürfen, bei undefinierten Begriffen. Ja, es sind undefinierte Begriffe im Endeffekt. Und zu sagen, oh, bist du dumm, das ist doch kein richtiges Survival oder sonst irgendwas in der Richtung. Und ich sag mal so, wenn mir so ein Kommentar auffällt, lösche ich ihn. Und wenn mir der Kommentator mehrmals auffällt, dann wird er blockiert. Ja, und dann kann derjenige umsonst Videos, gut produzierte, aus meiner Sicht gut produzierte, umsonst Videos gerne woanders gucken, aber sich von meinem Kanal verpissen, weil sowas brauchen wir nicht, dass Leute eigentlich nur nette Diskussionen über Wanderwege, über Techniken in den Kommentaren führen wollen und dann sind dazwischen Mecker-Kommentare, beleidigende Kommentare, ja, und das braucht man nicht. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass jeder, der mal ein bisschen Kritik äußert, direkt weggeblockt wird, ganz im Gegenteil. Also ich bin da relativ tolerant. Ich wurde auch schon bei manchen Kommentaren, denke ich mir so, da dreht es mir ein bisschen den Magen um. Die sind aber noch nicht beleidigend. Da denke ich mir, ja gut, lasse ich erstmal stehen. Und dann gibt es auch Kommentare, die zeigen mir halt in Blöcken, das kommt relativ selten vor, dass so ein richtiger Block kommt, aber wenn er da mal kommt, so dezidiert, das wäre besser so gewesen, das wäre besser so gewesen. Und sowas finde ich gut. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Ton drauf an, ne? Also ich hatte auch schon mal jemanden, der hat so einen Blog geschrieben, vor allen Dingen beim Bogenschießvideo. Ja, da habe ich wohl sehr viel vom Kopf geschossen, weil ich
Bogenschießen relativ einfach dargestellt habe, was die Grundlagen vom Bogenschießen ja auch sind. Also klar, man kann das Hochtechnische machen, ja, das fast Meditative, habe ich gar kein Problem mit. Ich möchte aber eher ein bisschen mal in den Wald gehen und ein bisschen rumschießen. Ja, und da braucht man auch nicht jede dieser Techniken und jeden kleinen Scheiß. Und dann hat jemand so einen Blog geschrieben, wie dumm ich wäre und was mir einfällt und diese Technik hätte man so machen müssen. Ja, das weiß ich alles. Ich hatte auch mal so einen Kurs und deshalb weiß ich, wie man welchen Handschuh und so weiter und so fort. Aber wenn ich einfach nur mal in den Wald gehe zum Schießen, ne, und dann komme ich wieder zurück gerade auf das Thema, der Ton macht's. Es geht immer um den Ton. Beleidigen, Arschloch, dumm, sonst irgendwas, auch vor allen Dingen, wenn meine Zuschauer beleidigt werden, habe ich kein Verständnis für und dann wird gelöscht. Punkt. Dann könnt ihr woanders hingehen. Ja, jetzt habe ich schon viel zu viel gelabert über dieses kleine Thema, über das ich gar nicht so viel labern wollte. Ich hoffe, ja, ihr seht das ein bisschen ähnlich. Ja, fühlt euch da nicht vor den Kopf getreten. Ansonsten schreibt es mir in die Kommentare und dann können wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Ja Leute, wir haben nochmal ein Feuer angemacht und es ist so ein bisschen Aufbruchstimmung, alle bauen ab, ja. Einige sind auch schon los und ja, jetzt wird ein bisschen zusammengebaut und so weiter und so fort, aber total entspannt. Ich stehe am Feuer, mir wird gerade schon wieder ein bisschen zu heiß, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, das war ein richtig geiles Treffen, ich habe es sehr genossen, ja, wie gesagt, den Austausch, alles mögliche einfach, ja, ein neues Setup, ja, ein bisschen auszuprobieren. Zu gucken, wie ist das und das, neue Wanderwege. Ja, ich habe das Jahr viel vor, was mit Wandern angeht und Videoideen konnte ich viele sammeln, auch teilweise sozusagen in Gemeinschaft erarbeiten ein bisschen, ja, dass man so gesagt, hey, das wäre doch cool, das wäre cool. Da wird auf jeden Fall einiges kommen und da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Ein paar kleine abschließende Worte noch zum Treffen. Das vierte internationale Outdoor- und Bushcraft-Survival-Treffen von Jens Habicht organisiert. Ja, der macht ja Adrenalin-Tours, also bietet so kleine Abenteuer für Städter an und solche Geschichten. Ja, das war jetzt das zweite Mal, dass ich da war. Es war weniger Schnee als das letzte Mal. Es war ein bisschen wärmer. Ja, jetzt regnet es, aber das ist gerade echt totaler Niesel, also gar nichts. Ich muss mir um die Kamera, glaube ich, auch keine großen Gedanken machen. Und das Treffen war super. Ja, also eine Gemeinschaft, ja, die sich unterstützt. Man hatte mal konträre Meinungen, ja, das kontroverse Thema, nein, ich nehme nur noch Schaumstoffmatten oder ich nehme nur noch Luftmatratze, ja, von Expat und wie sie alle heißen. Das war ein reges Diskussionsthema, wo wir nicht so richtig eine Meinung gefunden haben, aber unterschiedliche Meinungen müssen sich ja nicht konträr gegenüberstehen, sondern können ja nebeneinander existieren. Ja. Und das war einfach sehr schön. Ich habe mir ein bisschen angeguckt, wie das mit den Hängematten ist, weil das ein Thema ist, was ich früher oder später mal angehen möchte. Erstmal vielleicht noch nicht drin übernachten, sondern vielleicht erstmal nur ein bisschen chillen im Wald und dann langsam herantasten. Und für sowas sind solche Treffen einfach super, weil man sich austauschen kann, weil man jemanden direkt hat, der das nutzt und den auch einfach fragen kann, was Sache ist. Das Treffen war super organisiert. Es waren alle gut drauf, es war ein schönes Fleckchen. Danke an Jens nochmal an der Stelle und ja, ich werde dann jetzt endlich mal einpacken. Dann geht es noch nicht sofort los, sondern wir schnacken noch ein bisschen, ja, und dann wird es irgendwann demnächst, im Moment säubern wir auch mal hier und da ein bisschen den Platz, wird es dann demnächst mal ein bisschen losgehen. Mal gucken wir mal. Ja, ich hoffe, ihr hattet dann beim Zuschauen auch so viel Spaß wie ich beim Treffen. Ja, ich würde euch absolut empfehlen, euch Bushcraft-Treffen im Internet bei Facebook rauszusuchen und dort einfach hinzugehen. Ja. Und wenn jemand kommt mit diesem Thema, was wir eben hatten, ja, wenn ihr mit einem Zelt kommt und der meint, nee, jetzt bist du kein richtiger Bushcrafter mehr, ja, dann sagt ihm ins Gesicht, ja, dann komme ich halt nächstes Mal nicht mehr so, dann brauche ich dich auch nicht, Arschloch. Ja. So ungefähr, ihr müsst nicht unbedingt Arschloch sagen. Mir hat es dir gefallen. Ich komme auf jeden Fall wieder, natürlich solange es sich mit anderen Terminen irgendwie vereinen lässt, immer so ein bisschen. Ich will ja viel noch unternehmen dieses Jahr, an Touren gehen, was weiß ich und so weiter und so fort.
Das war für mich jetzt auch so ein bisschen das erste Mal wieder draußen übernachten, ja, auch längere Zeit, jetzt nach Krankheit und im neuen Jahr. Das heißt, das war sozusagen mein erstes Neujahrs-Outdoor. Ich wünsche an dieser Stelle nochmal allen Outdoor-Begeisterten ein schönes neues Jahr. Ja. Geht raus, macht viel. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Touren-Videos und Bushcraft-Treffen-Videos mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.